Beziehungsweise es könnte auch sein, dass wir dann von so Steuernhinterziehern angegriffen werden. Eben nicht Hinterziehern, so Steuereintreibern. Eintreiber. Steuerhinterziehern ist auch geil. Warte, so, niemand hat die Absicht, eine Palisade zu bauen. Doch, ich. Ja, kriegen wir mal hin. Messerschwindler. Kannst du uns 12 Kupfermesser herstellen? Ja, kannst du. Nee, brauche ich nicht. Ich habe noch 30. Das darfst du uns auch mal herstellen. 15 Bretter, 4 Wölfe, das ist doch easy. Du wolltest Geld verdienen, also guck dir die Quests an und sag mir dann. Fertigkeiten, was hab ich denn Schönes bekommen? Wo ist der Spacken, der mich gerade über den Haufen geschossen hat? Da. Den jagt er jetzt. Nee, das möchte ich nicht. Apollo, mach was! Das ist gut. Warum? So, jetzt aber. Zack, der. Fall in Kreuz, ey. Du hast keine Fertigkeitspunkte, die du aus... Ich hab doch einen. Ach, das kostet... Ah, nee, ich hab keinen mehr. Danke. Sag mal! Oh, oh. Was hat mich denn jetzt wieder gekillt? Aus nichts. Wie gesagt, du möchtest einfach nur meinen Platz als Most Killed Person übernehmen. Sehe ich so aus? Nee. Ja, ich glaube, du bist schon sehr nah dran. So, wir gucken jetzt gerade mal. Verwaltung. Wir haben Leute ohne Haus. Einem Haus zu weisen. My life, ey. So, ich tu den ganzen Rocken jetzt mal hier rüber. Einfaches. 290 Rocken. Albreda ist 19. Das heißt, da war noch irgend so ein Heinz jetzt gerade, oder was? War doch nur 3. Ich hab doch schon 3 über den Haufen geschossen jetzt. Alice, zieh dir mal ein. Dann hast du Waldemar. Waldemar. Der könnte eigentlich mit Bill Klaver zusammenziehen. So, Waldemar, leerer Slot. Das wollte ich gerade sagen. Wer wohnt da? So, wo ist die Kotzkrücke? Wer wohnt denn hier? Wer wohnt in dem Haus? Niemand? Nein, ich... Ach, Mann. Das ist schrecklich so. Muss ich gerade gucken. Da wohnt Albreda. Die ist 19, die würde ich jetzt nicht mit einem 25-Jährigen zusammentun. Niluba, das geht. Niluba. Die ist 23. Niluba, ist das nicht was für Kinder? Das ist okay. Wir wollen ja, dass die Frauen in unserem Dörfchen... Willst jetzt verkuppeln? Werden. Ja. Wir brauchen mehr Leute. Und es gibt irgendwann einen Punkt, dass unsere Dynastiepunkte nicht hoch genug sind, dass wir neue Leute bekommen können. Das heißt, wir müssen die dazu bringen, sich fortzupflanzen, damit wir mehr Leute ins Dorf bekommen. Dann sind halt die Damen erstmal für 4-5 Jahre... Ach, das ist ein Bogenschütze, deswegen! Ja. Deswegen trifft er dich auch auf die Ferne. Oder war ein Bogenschütze vielmehr. Er war, was er war. Er und wie er war. Er hat einen Pfeil bekommen ins Knie. Wahrhaftig. Er hat einen Pfeil bekommen ins Knie. Er war auch einst ein Abenteurer wie wir und dann bekam er einen Pfeil ins Knie. Ja, und jetzt ist er... Wolle, Bärenwein. So, die Bären ernten so neue Gattist. Holzarmbrust, so, ich mache mir jetzt mal ein paar Bretter. Steinaxt. Brennholz. Lambert, du klingst nicht sehr gut. Mach mal Platz, ich brauche den Sägebock, sorry. Scheiße. Ich habe den 40 Brennholz gemacht. Und jetzt kommen die, wir haben aber nicht genug. Ich habe gerade Brennholz von den Banditen bekommen. Ja, wir müssen Lambert unbedingt Hilfe bei der Arbeit geben. Fällt mir dieser das Löwe heißt... ein, Lambert. Kennt ihr das? Nee. So ein Zeichentrick-Löwe, der immer Angst hat? Löwe Lambert? Nee. Irgendwie ist das dunkel in meinem Kopf. Okay. Da ist noch ein Bison, was mir ankragen will. Großartig. Sag mal, das verfolgt jetzt auch nicht gerade das Glück so, ne? Nee. Nee.
das Bison wollte. Du kannst aber, wenn du Lust hast, 4 Wölfe töten gehen, ne? Mit denen kommst du doch so. Ich brauche erstmal einen Heiltrank. Dann kauf dir einen. So, warte mal, ich brau dir einen. Das wäre sehr lieb. Ich hab grad Löwzahn. Ah, und guck bitte danach, was du alles schon von den Items hast, die wollen. Ja, ich schau mal. Ich sammle gerade mal noch Zeug. Bei Wölfe jagen habe ich jetzt kein Problem mit, mache ich easy, aber das meiste, was die wollen, ist halt Kupferstuff, das heißt. Ja, das baue ich gleich. Job. Ich weiß. Jo, Heiltrank. Okay, wie viel können wir denn herstellen? Dekorieren. So, wir können hier schon mal einen Fensterladen hinklatschen. So, die Banditen sind über den Haufen geschossen. Wahrsten Sinne des Wortes. Bist du denn? Ja. Oben am Wald, ich komme gleich zurück. Ich muss nur meinen Esel einsammeln. Wie gesagt, ich brauche so Kräuter. Breitwegerich und Löwenzahn, um. Da habe ich nichts in der Hand. Heiltränke zu machen. Was? Okay, sorry. Die war gerade. Alles okay bei dir? Ja, alles gut. Bist du wieder geradet worden oder was? Nee, aber das Dekorieren macht Spaß. Jetzt. Löwenzahn. Zack. Holzfensterläden. Breitwegerich habe ich hier gerade rumliegen, das sammle ich ein. Ich habe das schönste Haus. Ich habe das schönste Haus. In ganz Johanniskraut. Was? Ja, ja. Du hast das schönste Haus in ganz Johanniskraut? Oh, ich brauche noch mehr. Oh Gott, ist das teuer. Du brauchst so viele Bretter. Aber das sieht sehr, sehr schön aus. Dafür brauchte ich Kohle, ne? Ich sag mal einen Bärenbein, ja, oder zwei. Ja, noch 150. Das gibt Heilung. So, wie geht's meiner Frau jetzt? Das muss ich gucken. Wichtig. Oh, ob das auch hilft. 82%! Wo ist Löwen? Ja. Wo ist da? Erstmal das Holzchen. Denn mir kam ja so ein. Das habe ich. Mir kam ein Bison beim Holzfallen entgegen. Und wollte ich das Bison über den Haufen schießen? Da hat das Banditen mit angezogen. Oh. Das habe ich auch nicht gelernt. So, was haben wir noch? Behältnisse. Okay, nee, da kann man das. Beleuchtung, stimmt. Arbeitsstation, nö. Sonstiges, nö. Ah, okay, verstehe, stimmt. Wir haben ja dann auch noch. Nee, das haben wir nicht. Nö. Oh, Doppelregal aus Holz. Retter, Leingarn. Willkommen bei Jedikea. Ja, ey, du musst dir mal mein Haus von außen angucken. Das sieht so viel besser aus. Ich komme gleich dazu und guck mal. Das ist großartig. Da musst du mal eine Grillparty bei dir geben, damit man dein Haus... Warte, Lambert, du brauchst Unterstützung. Eine Grillparty bei Jedi. Warum brennt das Haus? Da hat jemand Grillparty nicht verstanden. Viel Spaß. Hilf doch mal dem guten Lambert. So, Holz. Genau. So, irgendwer namens ich macht mal wieder Eimer. Eimer. Hier, die nächsten Freitag würde ich mal aussetzen, Medieval, weil ich ein bisschen Starfield produzieren will. Kannst du gerne. Wenn das okay ist. Nee, Schande. Was soll der Scheiß? Also, das ist eine Frechheit. Sondergleichen. Okay, dafür nächsten Freitag ist Karfreitag. Karfreitag. Mein Onkel sagte immer, das ist Karl-Freitag. Der heißt Karl. Machen wir uns noch mehr Bretter. Bretter. Sagte immer, es ist sein Tag. Okay, ich brauche auf jeden Fall auch nochmal Leinengarn. Boah, ich mach mir jetzt so ein schönes Haus. Sag dir, wie es ist. Das wird das schönste Haus. Das wird das schönste Haus. Über das Haus. Ey, du musst dir das angucken mit den Fensterläden und so. Es ist so gut geworden. Ich muss mir nachher unbedingt mal das Haus noch anschauen. Ja, ich komme auch gleich. Ich will mal. So. Ich sammle gerade Pilz. So, wir rein. Ja, ich habe mir auch direkt ein paar Blumenkästen an die Fenster gehangen. Komm ich hier runter. Kein Wunder, dass deine Frau dann glücklich ist.
Und ich meine, hey, das war geplant. Ja, schön. Ach, ist das gut. Oh, ist das gut. So, wo ist denn die Bude hier? Das Steinhaus. Das eine Steinhaus da unten. Das mit dem Esel. Das mit der Eselgarage vor der Tür. Ja. Die Eselgarage. Hat sich aber gut gehen lassen hier. Ja. Kann man das eigentlich? Nee. Was willst du machen? Ich dachte, man kann das pflücken. Immer wenn er sagt, kann man das eigentlich, das ist gefährlich. Hey, ich guck mir dein Haus an. Ja. So. Das ist super nice. Ah, die kann man auf und zu machen. Cool. Ja. So, wovon habe ich noch viel? So, was brauchten wir jetzt an Ressourcen? Gucke. Das ist doch. Fertigkeit. Oh, ich hab noch. Wo hab ich hab ein bisschen was in die Truhe in deinem Haus getan. Du meinst mein Haus oder unser Haus? Ja, na unser, oder? Wir haben doch nur eins. Ja. Ja, da kommt jetzt auch nochmal Wegwarte hin, das ist okay. Backbau. Ah, stimmt. Ich weiß, was ich mir gekauft habe. So, ganz wichtig. Na? Ich glaub, das war das, ne? Ach du Scheiße! Nee, so groß wollte ich das nicht haben. Ich hab Brettergatter geholt und ich dachte, das wäre so ein kleiner Zaun. Wo denn? Für Hans Haus. Der ist so aber ein riesen Zaun so drin gefunden. 2 Meter hoch. Ist doch cool. Fehlt noch der Schützen. Eine Mauer ums Haus. Es ist so, keiner kann mich. Cool, würde ich nehmen. Nee, ja, kannst du gerne machen, ne? Unter Gatter. Warte, aber Zäune? Bretterzäune? Ja, ich muss jetzt erstmal Werkzeug schmieden und so. Nee, das ist mir auch zu hoch. Ich will so einen schönen, kleinen, feinen... So ein Weideholzzaun. So, wir brauchten... Wie ist das eigentlich? So ja, das süßes, eigentlich... kleines... Ja, es gibt so einen niedrigen Bretterzaun. Den muss ich noch kaufen. Also, wir erstmal für die Quest, ne? Oder braucht Mundi jetzt erstmal was für die... Ich habe jetzt 4 Heiltränke erstmal, weil ich brauche noch Breitwegerich. Den habe ich ein bisschen was von. Aber nee, brauchst du jetzt fürs Feld noch Sensen und so ein Zeug? Oder soll ich erstmal was für die... Ich habe jetzt den Roggen abgeerntet. Hier stehen noch 3 Roggen. Tagebuch. Die großen Felder habe ich jetzt abgeerntet. So, Roggen. Dann gehe ich mal hin und knüppel den Roggen. Ich muss Steuern zahlen, oder es könnte Schwierigkeiten geben. Bankus, 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 Bankus. Brauche ich dafür Roggenkorn? Lass mal gucken, wie viel. Doch, wir machen uns gerade so viel von dem Stuff. Oh, ich merke gerade, ich muss mal was essen hier. Gut, dass man für diese Aufgabe kein extra Werkzeug braucht, was man immer wieder reparieren muss. Zum Drechen. Dann würde ich eine Krise kriegen, bin ich ehrlich. So, machen Sie mir bitte... Wir brauchen Tierfutter. Haferkorn. Haferkorn. Bestätigen. So, ich mach uns dann so, erst. Also, Moni, brauchst du jetzt noch Sicheln und sowas oder nicht? Nee, erstmal nicht. Herausforderung, okay, haben wir keine. Doch, brauchen wir. Ja, ich gucke gerade. Obwohl, nee, nicht für diese Jahreszeit, für nächste dann. Kupfermesser habe ich da. Das ist kein Problem. Ich muss noch was trinken gehen. Aber. Nee, das sind Bronzemesser, die ich habe. Shit. Ja, das ist ja okay, die sind noch besser. Ja, für die Quest brauchen wir aber Bronze. Brauchen wir Kupfer. Kupfer, ja, okay, dann musst du noch. Dann machen wir 12 Kupfermesser, das kriegen wir hin. Kupfersperre 5. Kupferpfeile. Jetzt lassen wir mal. Wir brauchen 3 Bögen, Jedi, das ist deine Aufgabe. Ja, kann ich machen, easy. Obwohl, nee, ich muss dafür leider. Erstmal pennen gehen, oder wie ist das? Ja, hätte ich auch gesagt. Ich übernachte mal bei dir heute, das ist kürzer. Na gut, dann schlafe ich allein. Dann schlafe ich allein. Was denn?
Darf ich im Gästebett schlafen? Aber wie gesagt, aktuell habe ich noch nichts gefunden, wie ihr heiraten könnt. Ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht. Ja, dann müsst ihr euch halt andere... Nee, ich komme wieder nicht in das Bett rein. Hä? Das ist, ich weiß nicht, was das ist heute. Warte. Jetzt. Toll. Bin ich wieder aufgestanden. Co-op Spieler heiraten. Was ist denn das? 16.12. Aber ich werde mich jetzt, glaube ich, erstmal auch verabschieden. Es ist ich derzeit nicht möglich. Dann warte mal noch 5 Minuten, dann hast du deine... Ach nee, Viertelstunde, dann hast du ich das. Ich muss mir noch hier dieses Haus angucken, dann mache ich. Ach so. Das kann so. Wir brauchen ein Kupfermesser. Auf dem Weg hier vor unserem Haus liegt verdorbenes Essen. Ja, das habe ich hingeschmissen da. Bei mir wachsen zum Beispiel Speisemorscheln im Vorgarten. Kupferwerkzeuge, genau, Kupferwerkzeuge, wir brauchten... Ja, weil dann würde ich mir nämlich hier das als Garten machen, actually. Kupfer, wir haben kein Kupfer mehr. Weil ich da alles Bronze draus gemacht habe, verdammte Axt. Ja, wieso machst du sowas? Ja, weil das das bessere Material ist, das kann ich doch nicht ahnen. Ich will mein Haus wieder hier hin haben. Da musst du eins bauen. Du hast es abgerissen, bau mir ein neues. Oh, noch Ansprüche stellen. Aber ich habe kein Stroh. Ich habe keinen Stroh. Kriegt man denn jetzt Stroh? Ich hab Stroh. Kannst auch Holz nehmen. Du kannst hier am Wasser vorbeigehen, ja. Kannst auch Holz nehmen. Ja, da war ich vorhin, aber da habe ich keinen Stroh gesehen. Das heißt, hier steht Ried oder so ähnlich. Genau. Du kannst aber auch, wenn das mit Bearbeiten das anklickst, ja, kannst du entscheiden, dass es ein Holzdach wird. Du kannst so Holz drauf klatschen. Ach so. Ah. Dann muss ich meine Holzstämme wieder aus deiner Truhe rausnehmen. Ja. Weiße Morscheln. Ach, hier ist Ried. Ah. Genau. Ich räume gut, aber ich kann mir ja gleich ein Holz da machen. Meinen zukünftigen Garten auf. Hast du eigentlich das Blue Voice an bei dem Mikrofon? Ja. Okay. So, okay, hast du doch eingestellt, glaube ich. Ja, es kann ja sein, dass es durch das Umstellen rausgeflogen ist. Also, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte letztens erst geguckt. So, Feld. Brauchst doch mal ein Kondensator-Mikrofon, ein richtiges. Ja, ich weiß. Aber was ich jetzt zuletzt hatte, das war, fand ich eigentlich richtig gut. Ja, das ist ja das Gleiche. Das ist 1:1 dasselbe Ding, ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht installieren wir die Treiber morgen einfach nochmal neu und dann ist gut. Nein, konntet ihr das machen? Mein altes Treibermikrofon, da konnte ich keine Treiber Treibermikrofon. Naja, also Kondensator. Nee, das ist ja ein Headset, was sie jetzt hat. Ja. Was hast denn du für ein altes gehabt? T-Bone SC USB 100 irgendwas? Okay, ich habe nämlich ein Rode USB Mikrofon und Rode hat tatsächlich die Möglichkeit, das auch abzudaten. Also das würde gehen bei meinem Mikrofon. Da hatte ich irgendwann mal das Problem, dass mir da dauernd Störgeräusche reinkamen. Okay. Also so ein Fiepen in die Richtung, was dann immer lauter und leiser wurde, so schön amplitudenmäßig. Ich habe das auch mehrfach eingeschickt, aber laut die konnten den Fehler nicht reproduzieren. Was war denn das für ein Rode? War kein Rode, war ein T-Bone von Thoman. Der Esel schwebt hier voll in der Luft. Was? Bei mir ist der Esel von Jedi in der Luft. Okay. Notschlachten. Aber mit was kann man nochmal einen Screenshot machen? Es ist auch nur Chaos. Es ist nicht so schlimm. Ja, sein Name ist halt immer Programm. Mit was kann man hier einen Screenshot machen? Direkt mit der Drucktaste? Ja, musst du dann aber dem da separat speichern. Oder machst du Snipping auf? Ist so geil. Also machst du mir bitte Haken? Am besten Bronze. Das kann ich tun, da habe ich noch was von, aber ich brauche jetzt erstmal für die Sachen noch Kupfer. Ich habe einen Rode Podcaster und ich bin zufrieden mit dem Ding. Mhm. Weißt du nicht, was du für deins bezahlt hast damals? Oh, Jedi, dein Haus ist wirklich sehr hübsch. Oder was hast was hast du jetzt eigentlich für ein Mikro? Ich habe aktuell einen Razer Siren Mini. Er hat kein Yeti Blue? Yeti-Mikrofone sind das schrecklichste. Ich habe meins ausprobiert. Gerade als jemand, der nicht nur podcasten möchte, sondern halt auch mal halt
Das Yeti Blue ist dafür ausgelegt, dass es mit Töner gut kann. Es kann keine Hochtöner, ist übersteuert bei jedem kleinsten Scheiß. Also das Teil sollte man einfach nur in die Tonne kaufen. Ich habe mir mal eins gekauft, weil ich dachte, es sei auch von Rode. Ich habe jetzt ein Mikrofon, wo du direkt reinsprechen musst. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber ich wollte Nierenmikro haben. Und habe gegoogelt und dann Amazon aufgerufen und habe aber nicht richtig gelesen, weil ich doof bin, wie immer. Und hab gedacht, das Yeti ist auch von Rode, das ist aber nicht von Rode gewesen. Hab das hier gehabt, hab das getestet und generell, so im Discord und so hat das super funktioniert, war einwandfrei. Aber sofern ich was aufgenommen habe, mit Order City oder OBS, scheißegal, konntest du das vergessen. Da waren immer, was immer ausgecuttet und hab's dann zurückgegeben. Es ist ein reines Podcaster-Mikro. Wenn du halt wirklich immer in derselben Tonlautstärke sprichst, ist das gut. Ich habe jetzt für alles andere. Ich habe jetzt auch ein Podcaster-Mikro. Also, aber halt ein hochqualitatives. Ja, genau. Es gibt gute und es gibt schlechte. Und Yetis sind einfach echt. Es gibt halt nur einen Yeti, das ist es halt, ne? Ja. Die klauen so, uns halt den Namen, um Werbung zu haben. Nee, das geht noch. Das geht noch. Im Sommer dann. Frühling? Ja, im Sommer. Im Sommer jammert er darum, es ist so warm, ich muss mir neue Kleidung anziehen oder ich sollte Kleidung ausziehen. Ja, aber da hilft am besten schon mal ein Strohhut. Ja. Der macht schon sehr viel, aber im Zweifel einfach den Google wieder ausziehen. Die Tunika, glaube ich, okay. Warte mal, gucken. So. Die Tunika, ja, ein bisschen Minushitzeschutz. Ja, toll, das Spiel, aber du bist dreckig, Wow. Oder ihr wechselt halt wieder aufs Leinenhemd. Ja. Das ist halt für den Sommer gedacht. Okay. Ich habe jetzt geskillt, dass ich jetzt irgendwie 50-60% mehr Ressourcen kriege aus dem Bergbau. Sehr schön. Ich mach grad, dünge unsere Felder. Willst du Cars einmal drüber laufen, oder? Nee. Ich will schon hochqualitativen Dünger haben. Ja, macht Sinn. Aber ich darf gleich nochmal Dünger herstellen. Ich komme nicht hin mit dem, was ich habe. Okay, das war der Rest an Dünger, den ich habe. Aber ich habe genug Müll und Dreck und wir können bei den Tieren auch nochmal gucken. So, 48, das ist jetzt nicht so viel. Oh, das dauert halt jetzt ein bisschen. So, wie viel haben wir? Und die Spitzhacke hält echt super lange. Hi, Lunala! Eine Lunala, hallo! Hallo! Ich soll Grüße an den Fastrentner ausrichten. Hä, was hat die gesagt? Ich hab's nicht gehört. Sie ist auf deinen Rasen getreten. Auf meinen Rasen? Oh, scheiße, wir haben viel zu wenig Essen. Was, Lunala ist auf meinen Rasen getreten? Wie geht das denn? Wegen Rentner und... Sie ist auf meinen Rasen getreten, runter von meinem Rasen, ihr Drecksgehör! Kein Problem, was? Ich hol gleich die Schrotflinte. Soll ich irgendwie Essen herstellen oder so, oder? Also ich schmeiß den eigentlich zu 90% nur Fleisch in die Kiste. Aber in welche Kiste muss denn das Essen? Lebensmittel. Die Küche? Lager. Nee, Lebensmittellager. Das ist apropos, wo ist das apropos Fleisch ist gut. Direkt neben der alten Küche. Kochen ist eigentlich gar keine schlechte Idee, weil ich muss auch mal was essen gleich. Also in-game, versteht sich. So, hier Fleisch, ihr bekommt Eisen. 125 Fleisch. Ich brauch Kupfer. Ach, hier und drin. Damit ist das Problem auch weg. Chaos hier rausgeschmissen oder was macht sie bei uns? Was? Lunala. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch einfach gerne hier, schon mal die Idee gekommen? Ja, stimmt, stimmt. So, warte mal. Das kann ja stimmt, auch durchaus sein. Ich vergesse mal, dass das eine Possibility ist bei uns. Also bei mir. Wie mache ich denn eigentlich Salzfleisch? Wie salze ich das? In der Jägerhütte. Salz in der Jägerhütte. Ja. Genau. Ach, was ist mit Chaos und Apollo 15 los? Was ist los? Und Chaos ist schon offline. Wir haben ein weiteres Fohlen. Können die bitte mal aufhören zu poppen? Wie die Kaninchen, ey. Gut. Wir müssen legit nächstes Mal bei Chaos gehen. Chaos, hör mir auf, Apollo 15 zu knattern. So, ich fisch mal bei den. Bei mir ist der Esel immer noch in der Luft. Habe ich nicht? Was sieht aus? Nee, ich hatte nur 6. Okay.
Warte mal, wo ist denn jetzt die Jägertöte? Die war doch immer oben auf dem Berg. Wo ist denn die jetzt neu? Da ist die immer noch. Die ist immer noch oben, okay. Ja. Die haben wir nicht weggetan. Nö, sowas würde ich nie tun. Dann stell die woanders hin. Also Chaos steht jetzt schon hinten bei meinem Haus, aber ich glaube, das Knattern passiert immer in der Nacht zur nächsten Jahreszeit. Die verzauten Kleinen! Ferkel. Ja. So, also solange Chaos sich nicht über das Schwein hermacht, geht das anders. Also der Esel über das Schwein. Da, haben wir eigentlich ein weibliches und ein männliches Schwein? Ja. Ja, okay, dann haben die bestimmt auch schon Kinder gekriegt. Ah nee, stimmt, die sind ja erst erwachsen geworden. Keine Ahnung. Glaube ich, wir hatten doch nur Ferkel gekauft. Lachten die dann auch oder sind die Schweine dann, ich meine... Du dir keinen Zwang an. Oder geben die auch so Butten und sowas? Wir können sie schlachten, aber die sind hauptsächlich dafür da, um uns da das Teil voll zu scheißen. Achso, ich dachte, die geben vielleicht noch Bürsten oder so wie Fett oder irgendwie sowas. Also bei mir hängen sie nicht in der Luft. Aber nicht. So, wo waren die eigentlich Küche Eseln, würde ich sagen. Ja, so, was? Tierfutter. Ich wollte nochmal 20 Tierfutter erstellen. Das dauert halt ewig, deswegen sitze ich da und habe nichts zu tun. Was ist eigentlich mit Yeti Junior? Yeti Junior geht's wunderbar. Yeti Junior ist jetzt ein Jahr alt und pupt immer noch in seine Windel. Nein, ihre Windel. Ihre Windel. So. Kann ich irgendwie... Nein, kann ich nicht. Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Tja. Wir grillen uns mal ein Stück Fleisch. Tun sie das. Ich hab Hunger. Ich hab den Hunger unserer Dorfbewohner gestillt, indem ich ihnen einfach mal 100 Fleisch gegeben hab. Wir sind hier halt ein rein fleischlich lebender... Wir sind Fleischtarier. Genau. Naja, Alter, in der Jägerhütte kannst du doch aber Trockenfleisch herstellen, aber nicht Salz. Doch, in dem Fass daneben. In dem Fass? Ah, in dem Fass, in dem... Ah, Salzfass. Ja. Du musst aber auch Salz dabei haben. Nee, halt, warte mal, das war jetzt schlau. Hab ich. Okay. Das war jetzt schlau. Wir düngen und düngen. Hämmerzeug! Das wäre halt auch... Ich bin, glaube, düngen, so mit Säckchen und sowas, ist eine Sache, die wir auch am besten auf Dauer jemanden machen lassen. Ja, die ganzen repetitiven Arbeiten. Ja. Die halt einfach... Alter, kannst du das mal... Danke. Stehst du da drauf und er lässt 20.000 Mal irgendwas da drauf fallen und es düngt nicht. Macht doch gar nichts, oder wen meinst du? Nee, ich reg mich über meinen Charakter auf. Ach so, dann ist ja okay. Ja. Ah, immerhin kriege ich Level in Landwirtschaft, das heißt, ich kann meine Reitfähigkeiten verbessern. Und nein, Chat, ich meine nicht diese Reitfertigkeiten. Giggity. So, wo haben wir denn da? Da bin ich schon Profi drin. Sagt der Esel auch immer. Ich hab ein Kind in Game, also irgendwo muss das ja herkommen. Du weißt nicht mehr, wie das entstanden ist. Du hast es nicht mehr mitbekommen. Ich habe auch zwei Kinder. Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich wollte euch nur nicht mit den Details nerven. Ach so. Aber wir haben durchs Fenster geguckt. Didi, mach dir keine Sorgen. Ich habe auch outgame zwei Kinder und weiß nicht, woher die kommen. Ach so? Ja, aha. Sagte der Esel auch, genau. Da wäre ich jetzt... Ganz vorsichtig, ganz dünnes Eis. Ich habe mich da einfach auf die Qualitäten meiner Frau verlassen. Die macht das. Also, du kannst dich sozusagen nicht mehr erinnern. Meine Frau hat das alles gemacht. Ja, darüber sprechen wir noch. Musst du mir nochmal zeigen, wie das geht? Nö, jetzt nicht mehr. So, aber ich mache jetzt aus, Leute. Never ever. Ja, es war schön mit dir. Vielen Dank. Ja, hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe auch. Und mal schauen, wie viel ihr jetzt noch schafft und was ihr jetzt noch macht und berichtet mir. Ja, also ich habe jetzt gleich das ganze Feld gedüngt, dann muss ich es nur noch umgraben. Ich muss also ein paar Bretter herstellen und dann haben wir die Küche 2. Sehr schön. Okay, dann bis bald. Bretter könnte ich noch welche übrig haben. Mach's gut, Hase. Bis bald.
So, okay. Wo sind meine Bronzehacken? Die sind in Arbeit. Warte. Bei Kupferhacken sind schön und gut, ja, aber... Wie viel brauchst denn du? Keine Ahnung, 2 Stück reichen für den Anfang. Na denn, mach ich da doch gleich mal.